So, Licht an. Ganz viel Dialog wegklicken. Jo, 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 Weibchen, jo, 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 Weibchen. So. Also, unten ist der Schlechter. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal nach rechts. Wir können nicht nach rechts laufen. Wir können nirgendwo rein, was zur Hölle? Okay, dann stellen wir uns hier mit dem Bogen hin. Warten, bis er ganz hinten steht. Und schießen. Er merkt gar nichts. Jetzt merkt er was. Oh, okay. Horgan. Also, auf zu Nummer 1. Sehr stylische Decke. Ah, netter Bierbauch. Was zur Hölle? Okay. Na gut. Gibt's Erfahrungspunkte? Wo ist der Mauscursor? Da ist der Mauscursor. Nö, gibt keine Erfahrung. Darunter. Ich hoffe mal, es kommt jetzt kein Gegner, denn wir sind doch leicht unbekleidet. Ja. Und jetzt bei allen drei vielleicht Erfahrungspunkte? Nö. Befruchtete Frauen 3 von 3. Das heißt, wir gehen jetzt zurück, nackig wie wir sind, zu dem Goblin. Okay. Magst du mir wieder was anziehen, Junge? Nö. Warum auch? Ich gratuliere großartigen Männchen. Wie war das Schwängern? Oh, das war toll. Ich bin knochentrocken. Du großer Champion. Du sollst erhalten Horga-Axt. Horga-Axt. Magst du dich jetzt wieder anziehen? Ausrüsten. Dankeschön. So, Horga-Axt. Bildstufe 3 in Äxten. Oh, die sieht gut aus. 92 Schaden. War es ordentlich. Können wir leider nicht benutzen. Na gut, das hier hätten wir geschafft, auch wenn es ein wenig verstörend war. Das heißt, es ging nur links raus. Okay. Karte. Ich habe den Verdacht, bei dem großen Wurmding ist entweder der Hammer oder der Amboss. So, was wollte der Typ hier rechts? Wie jetzt? Das war doch der mit den Weibchen. Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Du lauf mal zurück. Dahin, dahin, dahin. Achso, wenn ich da oben lang gehe. Ja, gut. Macht Sinn. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier hin Richtung Wurm. Wow. Die machen irgendwie gar nichts. Was ich eigentlich sagen wollte, wir gehen jetzt hier in Richtung Wurm. Aber gehen nicht. Uah, Frosch. Aber gehen nicht zum Wurm selber. Ah, sehr schön. Da ist ein Herz. Gib mir das Herz. Gib mir überhaupt alles. Ching. Genau, geh nicht zum Wurm selber, sondern zu den ganzen Orks, die da vorher waren. Das waren mir doch ein paar zu viele gewesen. Deswegen hatte ich die Gegend da gemieden. Aber das dürften wir eigentlich hinbekommen. Genau, du mach mal alles kaputt. Ich sammle alles ein. Das ist eine gute Aufgabenteilung. Also ein Fledermausflügel, die sollte ich auch noch mitnehmen. Rote Essenz. Ja, diese ganzen Essenzen kriegen wir wohl wesentlich häufiger als die eigentlichen Ingredienzen. Also die Flügel und so weiter. Oh, warte, man kann nicht leben. Den Überschuss können wir bestimmt verkaufen. So, dahin, dahin. Autsch. So, nicht Bogen. Ah, apropos Bogen, wir sollten demnächst mal neue Pfeile kaufen. So. Ork. Tot.
toter Ork. Licht, mehr Licht. Ja, das ist so ein Heiler-Typ. So, du heilst dich nicht, Arschloch. Ah, komm. So. Du schläfst noch besser. Zing. Zing. So, da ist die Wurmtür, die will ich nicht öffnen. Ist hier noch was? Nö. Zing. Na komm. Ratzepü, Ratzepü, tot. Oh, da funkelt was. Hier ist eine Eisenpyritader. Schade, dass es kein echtes Gold ist. Ach, du mich auch. Rote magische Essenz 10. Aber das sah echt so toll aus. Funkel, funkel. Aber gut, hier bei den Orks ist wohl nichts anderes außer der Bosskampf. Und den packe ich so erstmal nicht. Vor allem nicht. Also ich kann das Licht anmachen. Vor allem nicht mit so wenig Pfeilen. 40 Stück haben wir zwar, aber ich denke nicht, dass es reicht. Und vielleicht noch mehr Heiltränke, ein Regenerationstrank. Dieser Feuerschildtrank war extrem praktisch, weil gerade in der Phase, wo wir in die Ecke gedrängt sind und nicht mal umdrehen können, um ihn anzugreifen, da werden die ja diese Feuerschutzdinger da schon echt super. Au. Oh. 9. So. Ich riskiere nichts. Wie viel Gold haben wir? 86. Und wir haben gut was zum Verkaufen. Also sollten wir mal hier hingehen. Und versuchen, den Händler da oben zu finden. Also einmal nach rechts. Oh, wir sollten schon bewaffnen. Blaue Essenz. Die waren fürs Gegengift, ne? So, wir wollen nicht den Pfeilraum wie letztes Mal. Blauer Schleim. Na komm, Fässer können wir mitnehmen. Oh, beim Waffenhändler sollten wir jetzt vielleicht doch mal vorbeischauen. Also diesem Ubuntu-Typen. Denn inzwischen haben wir ja Gold. Und ich denke, unsere Rüstung kann langsam echt ein Upgrade vertragen. So oft, wie das schon Schaden genommen hat. 10-mal Pfeile. Geil. Rosa Dingensbummens. Komm schon, mehr noch mehr Pfeile. Da muss ich nicht mal einkaufen gehen. Da hoch. Oh, 7 Pfeile. Sehr schön. Gucken wir trotzdem, was er so im Angebot hat. Kaputt. So. Kaputt, 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 kaputt. Doch lieber das Schwert, so. Du doofes, garstiges, kleines. Genau, gib mir Lebenspunkte. Oh, Fledermausflügel. Sehr schön. Aber irgendwie, glaube ich, habe ich mich verlaufen. Nee, einmal nach oben. Da müssen wir hin. Also hier, hier. Komm, Froschi. Sehr schön. Euch nehmen wir auch noch mit. So, das Herz ignorieren wir. Da geht's hoch. Stirb. Auge einer Satyr. Weiß ich noch gar nicht, wofür das ist. Wofür? Ah. Au. Au. Also für welchen Trank der ist. Kaputt. So, Keule. Gib mir ja noch mehr Pfeile. Nö. Hm. Hallo Zorans, wir würden gerne verkaufen. Und zwar haben wir einen Speer mit 32 und einen Speer mit 29. Der hier kann weg. Wir haben eine Puppe, die wir Schnapp gegeben haben. Will er nicht. Saphir, will er. Rubin, will er. Durch mit 33, durch mit 29. 29 kann weg. Der 33er kann eigentlich auch weg. Weil wir benutzen keine Dolche. Oh, komm schon. So, Axt. Benötigt 3 in Äxten. Dann verkaufen wir die Axt hier mal einfach. Und stufen nächstes Mal Äxte zweimal auf.
Okay. Rolle des Nahkampfschutzes, Rolle der Nahkampfmeisterschaft, Blasebalg, nö, Zunge einer Schlange, nö, Schlüssel der Mine, nö. Nö, ich glaube, das war's erstmal. Kaufen. Diverse Gegenstände. Wozu ist eine Kerze da? Können wir einfach den random Licht deponieren auf dem Boden? Oh, Rolle der Hitzeaura. Davon. Was haben wir noch? Weissagung? Nein. Rückkehr? Nein. Funke des Lebens? Nein. Goldene Box. Lokalisiert in deiner Umgebung die nächste Box, die einen reinen Geist enthält. Ach so, das ist gar nicht so ein Teleport-Ding. Das ist einfach nur, um zu gucken, wo eine Box ist. Ja, okay. Rolle der Hitzaura. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und Spaß ist halber mal ein paar Kerzen. So, haben wir immer noch 67 Gold. Mehr als genug. Also wir gehen mal kurz da runter, hauen die drei Viecher da platt. Einfach nur, weil wir es können, weil wir wissen wollen, was in den doofen Tonnen ist. Soll er mit dem Schwert machen. So, jedenfalls die Viecher umbringen. Au. So, kaputt. Ganz viel roter Schleim, rote Essenz. Ein bisschen Kleingeld, ist immer gut. Dann sollten wir jetzt eigentlich als nächstes... Bibliothek, okay. Sollten wir als nächstes gucken, wo der Koch war und nochmal zum Koch gehen, um noch mehr Tränke zu mischen. Ziehen. Der müsste auch hier in der Nähe gewesen sein. Genau, einmal nach unten, einmal nach rechts. Das ist echt gleich um die Ecke. So, runter. Rechts. Köche. Tada. Alles Erfahrungspunkte. Stipp, 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 stipp. So. Und Koch Hallo sagen. Also nicht wirklich, eigentlich missbrauchen wir nur seinen Kessel und gehen wieder. Aber ja, Hallo sagen klingt netter. F3. Wir haben keinen Regenerationstrank. Davon sollten wir mal einen erstellen. Vielleicht auch zwei. Dann noch Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Und das reicht erstmal. So, also 5 Heiltränke, 2 Regenerationstränke. Ein Gegengift, ein Fallendecken, eine Stärke. Okay, was hast du noch so? 5 Gold nur? Das geht ja sogar. Hm, davon kaufe ich mir mal einen. 2. Den Rest brauchen wir nicht. Goodie. Hier weg. Die 2 da oben lassen wir mal da oben sein. Obwohl, nee. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz oben farmen. Nicht wegen den beiden Köchen da, sondern wegen den Flattermäusen. Nicht meinen kleinen grünen Freund umbringen. Nicht meinen kleinen grünen Freund umbringen. Magische Essenz, magische Essenz, magische Essenz. Lebenspunkte. Super. Ein Fledermausflügel. Das hört sich nicht so wirklich nach Nein. F1 drücken. Ich wollte eigentlich auf die Knüppel wechseln. Hat aber noch die Trank-Hotkey-Dingens da an. Das ist jetzt doof. Können wir noch 9 brauchen? Komm schon, ich hätte gerne noch ein. Nö, können wir nicht. Was fehlt? Satyren rein. Das sind diese magierähnlichen Dinger, die sich wegteleportieren können oder diesen Nahkampf-Zauberspruch sprechen. Genau die da. Gucken wir nochmal. Wir hätten gerne ein Schwert. Wir hätten gerne deine in rein. Nö, will er nicht. Wir hätten gerne deine in rein. Nur sein Auge. Oh, Münze. Und da oben sind 3 Fässer. Ja, ich bin momentan einfach nur am Farmen. Weil Geld ist irgendwie... Das könnte ich mal kaputt machen.
Das ist ja gemein. Ja, aber Geld können wir echt nicht genug haben. Vor allem gibt es noch so viel Spielkram, den man sich holen könnte. Geschweige denn von den Rüstungen, eventuell bei dem Ubuntu-Kämpfer und ja. Trotzdem, es wird, glaube ich, Zeit, dass wir kurz abspeichern und dann unten den Wurm versuchen mit den ganzen Hitzerollen. Nur so ein kleines bisschen töten. So. Blauer Schleim kommt mit. Also, einmal abspeichern. Das heißt, 9 drücken. So. Gesundheit hergestellt, gespeichert. So, und in der nächsten Folge gehen wir runter zu dem Wurm und aktivieren einfach vorher die Hitzerolle und aktivieren die immer wieder neu, sobald sie ausläuft. Und nebenbei brezeln wir immer wieder was rein. Das müsste eigentlich hinhauen. Also, bis gleich.